Ich freue mich, hier zu sein. Vor 3 Wochen ist unser Buch erschienen, Menschlichkeit jetzt. Und ich habe schon so viele Interviews gegeben und ich fange diese Interviews immer wieder an, dass ich ganz beglückt bin, weil sich da wie ein Kreis schließt, so in meinem Leben und in dem, was mir wichtig geworden ist im Leben. Und dazu gehört ganz stark, dass wir das Verbindende, benennen, würdigen, feiern. Weil wir leben ja in einer sehr polarisierten Welt. Wir leben in einer Welt, die sehr angstbesetzt ist. Und da braucht es für mich mehr denn je so beherzte Frauen und Männer, jung und alt. Eben dieses generationenübergreifende Projekt Human, in dem wir uns eben auf das besinnen, was uns ganz Mensch werden lässt. Und wenn ich vorher da mit Julio, Wilfrieda, Maya eben mittanzen konnte, wenn ich euch gesehen habe, wie jede und jeder an ihrem Ort da mitgetanzt hat, ja, das beglückt mich. Weil interreligiös ist der Tanz etwas, was eben ausdrückt, dass wir in etwas Größerem aufgehen können. Pierre Teilhard de Chardin, der Jesuit, Naturwissenschaftler, der sagt das so wunderbar. Es macht den Wert und das Glück des Lebens aus, in etwas Größerem aufzugehen, als man selbst ist. Und wenn ich jetzt als spiritueller Lehrer eben den Tanz deute, dann in dieser Haltung, es ist die Einladung, dass wir mit allen Sinnen, mit unserem ganzen Menschsein eben uns eingeben können und dass diese unselige Trennung von Selbstbewusstsein, von Kämpferischsein und von Selbstvergessenheit, dass die aufgelöst wird. Und da freue ich mich einfach, eben ein kleiner Teil von diesem Projekt zu sein, meinen kleinen Beitrag da einzubringen. Helge hat mich ja vor 2 Jahren in Osnabrück besucht. Wir haben zusammen gefrühstückt. Und dann hat er mir erzählt, dass er eben dran ist, eine Musik zu komponieren, eine Hommage an die Menschenrechte, damit junge Menschen oder Menschen jeglicher Generation eben die Menschenrechte tanzen können. Und für mich als Autor, der ja schon sehr viele Bücher geschrieben hat, für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn ich ohne groß zu denken einfach spüre, ah, da bin ich dabei. Ich nenne das Le Feu Sacré, dieses innere Feuer. Und obwohl ich es da bei diesem Frühstück Helge noch nicht getraut habe zu sagen, es war mir ganz klar, ich werde ein kleines Buch schreiben. Ich werde auf den Punkt bringen, wofür es sich zu leben lohnt. Und für mich war das so ein ganz neuer Gedanke. Bin ja auch ein bisschen älter geworden. Das wäre doch was, als Opa ein Buch zu schreiben, in dem ich versuche, und das ist für mich schon mystik, indem ich versuche zu reduzieren. Wenn ich es jetzt mit ganz wenigen Worten und mit sehr offenen Worten, die nicht religiös belastet sind, wenn ich aussagen könnte, um was geht es im Leben, wie würde ich das sagen? Und das war für mich echt lustvoll, leidenschaftlich, also im Sinn vom französischen Wort Passion. Avec passion, also das ist dann nicht diese quälende Leidenserduldung, wie sie uns zum Teil das Christentum aufoktroyiert hat, sondern avec passion, das ist eben mit allen Sinnen, das ist tanzend und da ist Lust und Schmerz. Das kann dann ganz nahe beieinander sein, weil das eben zu einem echten Leben gehört. Aufgehen in etwas Größerem, das nennt, kann man ja auch bei Rumi, den tanzenden Derwische, in der islamischen Tradition erkennen, wo es heißt,
das ist das Größte. Das kann man nicht machen, aber man kann offen dafür sein. Das ist das Größte, wenn die Tänzerin der Tänzer zum Tanz wird. Wenn die Grenzen aufgehoben werden. Und das sehe ich, Human, das ist die Aufgabe, das ist das Gebot der Stunde in einer Zeit, wo die Nationalismen, der Popularismus wieder Aufwind erhält, dass wir da Gegenwind einsetzen, dass wir da eine andere Vision von Menschsein entfalten. Ich bin ja leidenschaftlicher Kinogänger. Ich leide im Moment seit Corona darunter, dass ich nicht ins Kino gehen kann. Ich kann natürlich zu Hause Filme streamen, aber das ist was ganz anderes. Mit anderen Menschen zusammen in einem dunklen Raum zu sein und mich selber wiederzufinden. Und eben genau, das ist für mich auch Kino, Kunst, um mich in etwas Größerem aufgehoben zu fühlen. Und eine der tollsten Filmszenen, die ich kenne, ist Billy Elliot, dieser kleine Tänzer, der kämpft und dann tanzt er vor im Royal Ballet. Und die Expertinnen und Expertinnen fragen ihn am Schluss, was fühlst du beim Tanzen? Und er ist zuerst sprachlos und denkt, es wird fast ein bisschen wütend. Boah, was für eine Frage, lass mich doch in Ruhe. Und dann fängt dieser Elfjährige an zu stammeln und sagt, ich weiß es nicht, ich fange ganz steif an und dann tanze ich. Und es ist wie wenn Elektrizität durch mich gehen würde. Und es ist, wie wenn ich mich vergessen würde. Und ich bin voll da und ganz weg. Und das ist meine Hoffnung für Human, eben das Selbstbewusstsein. Wir brauchen in dieser Welt Frauen und Männer mit Zivilcourage. Davon erzählen die Menschenrechte. Das Selbstbewusstsein und Selbstvergessenheit, dass das keine Gegensätze mehr sind. Und da bin ich eigentlich eben unglaublich berührt, bewegt, dass 1948, also nach dem Zweiten Weltkrieg, die Welt liegt in Trümmern, die Hoffnung zerstört, das Vertrauen tief begraben, dass da Frauen und Männer nicht in Grenzen denken, sondern in Möglichkeiten. Längst vor Corona habe ich in mein Tagebuch geschrieben, ich möchte jeden Tag versuchen, in Möglichkeiten zu denken und nicht in Grenzen. Und das ist das, was mich beglückt, Teil zu sein von diesem Projekt Human, weil ich da eben begrenzt sein darf, ich darf verwundbar sein, dünnhäutig, verletzlich. Das gehört zu unserem Menschsein. Das macht uns eben so liebensfähig, liebenswürdig. Und zugleich darf ich eben immer wieder über mich hinauswachsen, den Worten von diesem jungen Billy Elliot, ganz steif. Und dann, es ist wie wenn Elektrizität durch mich gehen würde, wie wenn der heilende, göttliche Atmen mich neu beleben würde. Und damit wird eben, so möchte ich das Projekt Human einordnen, damit wird eben auch das Politische und das Innerliche nicht mehr getrennt. Das ist auch das Gebot der Stunde. Als Jugendlicher bin ich ganz tief geprägt von der Communauté de Thésée, Frère Roger. In den 70er Jahren hat er das Konzil der Jugend entworfen mit diesen beiden Worten Kampf und Kontemplation. Also Kampf und Stille, Zorn und Zärtlichkeit. Das sollen keine Gegensätze mehr sein, sondern das gehört zu einem Leben, in dem alle Menschen, so im ersten Artikel der Menschenrechte, ihre unantastbare Würde erfahren. Und das ist auch etwas, was mich einfach tief beglückt, dass jetzt durch dieses Projekt Human eben aufgezeigt wird, Amaya hat es vorhin so wunderschön gesagt beim Tanz Liberty, wir brauchen Ruhe,
Wir brauchen die Gabe, auch bei uns selbst zu Hause zu sein. Und diese Innerlichkeit ist aber nicht dazu da, um dann um sich selbst zu kreisen, sondern sie ist dazu da, um dann noch entschiedener, noch klarer, auch mit Worten des Protestes, eben für die Würde, für die unantastbare Würde aller Menschen sich einzusetzen. Ich habe ja die mystische Tradition, bis zu meinem 38. Lebensjahr habe ich einen großen Bogen gemacht. Ich habe gedacht, mystische Frauen und Männer, die sind immer kurz vor dem Abflug. Und ich brauche Bodenhaftung. Und als ich dann in einem zweijährigen Burnout wirklich am Boden war, alles, was ich mir eben sehr verbissen, sehr im Außen aufgebaut habe, wo das alles zusammengebrochen ist, da bin ich diesen weisen Frauen und Männern begegnet, interreligiös, indem mir eben aufgezeigt wird, das ist die Verlorenheit des Menschen, wenn wir dualistisch denken, fühlen, das heißt trennend. Ich gehe schnell einkaufen, damit ich wieder schnell meditieren kann. Ich gehe schnell zu Gemüse zubereiten, damit ich wieder schnell beten kann. Dann sind wir ein Leben lang Getriebene. Und in allen Jahrhunderten hindurch haben weise Frauen und Männer wie ein Rumi, ein Meister Eckhart, eine Hildegard von Bingen und dann bis ins 20. Jahrhundert hinein, Madeleine Delbrel, Dag Hammarskjöld, ehemaliger UNO-Generalsekretär. Als erstes, als er UNO-Generalsekretär gewählt wurde, 1953, das beeindruckt mich tief, das ist human, hat er im UNO-Hauptgebäude in New York als ersten politischen Akt hat er einen Raum der Stille eingerichtet, um eine ganz klare Orientierung geben. Weil UNO-Generalsekretär, Generalsekretärin zu sein, das ist jetzt wirklich par excellence der Beruf der totalen Überforderung. Da kann man Tag und Nacht arbeiten, man kann keinen Urlaub mehr machen und muss sich immer wieder eingestehen, es ist alles nur ein Tropfen, den heißen Stein. Das wäre die defizitäre Auslegung. Und dem setzt sich Dag Hammarskjöld als lutheranischer Christ, als interreligiöser, kultureller, hochbegabter Mann mit seiner ganzen Entschiedenheit ein, indem er sagt, wenn ich immer wieder den Mut habe, in die Stille zu gehen, dann kann ich anders, gewaltfreier Widerstand leisten für eine Welt, die anders werden kann, zärtlicher und gerechter. Diese Trennung aufheben, um das geht es. Ich erinnere mich, als mein dickes Mystikbuch erschienen ist, Geborgen und frei, da hat mich doch sage und schreibe eine 21-jährige junge Frau angesprochen und sagt mir, ich kannte die nicht, das waren so internationale Zivildienstleistende, und dann sagt sie zu mir, hallo, meine Mama hat mir gesagt, dass sie was zur Mystik geschrieben habe. Das passt ja perfekt. Wissen Sie was? Ich lade Sie ein zu einer mystischen Disco. Ich war völlig perplex. Jetzt habe ich mir doch echt eingebildet, ein bisschen kompetent zu sein in der mystischen Tradition. Aber ich habe noch nie von einer mystischen Disco gehört. Und als ich dann nachgefragt habe, was mich da erwartet, da sagt mir diese 21-jährige junge Frau, ja, das ist ganz einfach. Sie kommen mit der Badehose dahin, sind bis zum Hals in Schaum eingedeckt. Es ist total mystisch. Und als ich dann dieser jungen Frau versucht habe, vor 10 Jahren zu erklären, dass ich ein bisschen älter geworden bin, dann sagt die mir doch, ich vergesse diese Augen nicht, diesen Augenblick, dann sagt diese junge Frau zu mir, nee, kommen Sie ruhig mit, man sieht fast nichts. Also Mystik ist
Heute wird das Wort ganz viel verwendet. Es wird aber sehr oft auch verwendet als so etwas Exotisches, Abgehobenes. Viele, die sagen, nein, das ist nicht für mich. Und seit 25 Jahren lasse ich mich inspirieren von diesen weisen Frauen und Männern, die eben aufzeigen, dass wir die Gegensätze aufheben. Dass der Einsatz für die Menschenrechte in uns selbst beginnt. Und das ist der rote Faden durch dieses kleine Büchlein. Mahatma Gandhi, diese politische Lichtgestalt, sagt es in einem Satz. Sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Und ich war so beglückt, eben dem Wurf von Helge Burggrabe zu folgen. Er hat die 30 Menschenrechtsartikel reduziert auf 11 Grundwerte unseres Zusammenseins. Und er hat es dann eingebettet in Geburt und Tod. Und ich bin beim Schreiben beglückt dieser Spur gefolgt und habe eben versucht, das sehr kurz, prägnant auf den Punkt zu bringen, was sich in meinem ganzen Leben durch Begegnungen und vor allem eben auch durch viele Kinder und Jugendliche, was sich da verdichtet hat, was sich bewährt hat, wofür es sich zu leben lohnt. Ich war ja bis zu meinem Zusammenbruch mit 38 Jahren war ich Berufsjugendlicher, also Bundesjugendseelsorger. Und wenn ich zurückblicke auf mein Leben, dann verdanke ich Kindern und Jugendlichen sehr viel. Sie haben immer wieder alles, was ich mir auch ausgedacht habe, runtergeholt. Und sie haben immer wieder diese zentrale Frage gestellt, glaubst du das wirklich? Trägt das wirklich? Oder hast du das nur irgendwie ausgelernt? Oder musst du das jetzt aus dogmatischen Gründen als katholischer Priester sagen? Und das hat mich unglaublich geprägt. Und das hat mich eben auch dazu geführt, eine neue Sprache zu entwerfen. Und beim Schreiben dieses Buches war das nochmal eben ganz leidenschaftlich, passionell, lustvoll, in ganz wenigen Worten auf den Punkt zu bringen. Und ich bin natürlich so glücklich, dass eben im Buch diese Illustrationen, die Helge am Anfang seiner Komposition entfaltet hat, dass die jetzt da im Buch abgedruckt sind. Und ich folge dem Rhythmus und das möchte ich jetzt so im zweiten Teil meines Impulses auch gerne mit euch tun. Erstes Kapitel, Geburt, lass dich feiern. Und dann sage ich sofort, das ist mehr als nur ein netter Geburtstagswunsch. Da geht's wirklich ums Eingemachte, diese einmalige Würde. Fromm ausgedrückt, du bist gesegnet. Und das wird dir niemand mehr absprechen können. Keine Religion hat die Macht, dir das abzusprechen. Oder wenn ich es offener formuliere, du bist okay, so wie du bist. Das ist ein Vertrauensakt, lass dich feiern. Und obwohl ich gerne Schweizer bin, so bin ich eigentlich seit meiner 68er jugendlicher Zeit Weltbürger. Nichts Schlimmeres als First America, First Germany, First Switzerland, First Austria. Dieses kleinliche Denken, da bin ich nicht dabei. Ich will mich immer wieder weiten lassen und ich habe dieses Kapitel 1 angefangen mit einem wunderbaren Gedanken von der Philosophin Hannah Arendt, geburtlich zu leben. Davon erzählen die Menschenrechte. Diese unantastbare Würde, dieses Potenzial in uns, das ist bis Open End, ist das unerschöpflich. Um das geht es, einander zum Menschsein zu locken und einander immer wieder
das Leben, das Potenzial herauszulesen, freizuschaufeln, wenn es durch die Härte des Lebens, wenn es durch Traumatisierungen, wenn es durch die Grausamkeit, die Menschen einander beifügen können, eben verschüttet wird. Gerade weil die Menschenrechte jeden Tag mit Füßen getreten werden, brauchen wir heute, kurz vor dem 75-jährigen Jubiläum, das 2023 stattfinden, wir brauchen jugendliche Frauen und Männer, die da, wo sie sind, mit Selbstbewusstsein und mit Selbstvergessenheit sich eben für diese Vision vom Menschsein einsetzen. Und am Ende eines kurzen Kapitels versuche ich das immer in einem Gedicht auf den Punkt zu bringen. Ich merke da, dass so eine komische Schweizer Uhr in diesem Raum ist, die tickt so schnell. Ich werde also nicht jetzt alle Gedichte vorlesen, sondern immer nur einen Vers zum Thema «Lass dich feiern». Entdecke dein unerschöpfliches Potenzial. Freu dich über deine originellen Talente. Stärke dein Selbstvertrauen. Du bist einmalig und einzigartig. Und das wird dann weitergeführt im ersten Grundwert, den Helge Burggrabe eben in dieser Verdichtung der 30 Menschenrechtsartikel auf 11 Werte auf den Punkt gebracht hat, lebe bewusster, um die Grundbedürfnisse, die wir ernst nehmen sollen. Ich erwähne da natürlich gerne Fridays for Future, Greta Thunberg und all diese vielen Jugendlichen, mit denen ich gerne auf die Straße gehe, weil wir eben es uns nicht mehr leisten können, Menschsein von der Klimagerechtigkeit zu trennen. Auf die Grundbedürfnisse von uns, von jeder und jedem von uns wirklich einzugehen, hat etwas zu tun. Und das beginnt in uns selbst, dass wir merken, wir können einfacher leben und wir werden dazu glücklicher sein, wenn wir wieder so Elementares wie Staunen, wie Dankbarkeit in unser Leben hineinweben lassen. In der Verdichtung am Ende des ersten, zweiten Kapitels: Lass dir deine Zukunft nicht klauen. Sie ist verknüpft mit dem Klimaschutz. Sie ist verwoben mit der Würde für alle. Sie ist verwurzelt im göttlichen Grund. Liberty, wir haben vorhin die Möglichkeit gehabt, dazu zu tanzen. Wer sich, und das ist dringend notwendig, für die Freiheit aller Menschen einsetzen möchte, den ermutige ich, am persönlichen Thema der inneren Freiheit zu arbeiten. Das ist Versöhnungsarbeit. Und ich beginne das Kapitel mit eindrücklichen Worten von Nelson Mandela, als er das Gefängnis verließ. Und er wurde dann erster schwarzer Präsident in Südafrika. Und er sagt: Als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste, oder ich würde mein Leben lang gefangen bleiben. Das ist ein eindrückliches Beispiel in wenigen Worten, wie Kämpfen für die Freiheit und innere Freiheit, also nicht gefangen bleiben in Hass, in Verbitterung, ein zentrales Lebensthema ist. Wie soll das gelingen? Für mich keine Frage. Nie ein für allemal. Jeden Tag mehr oder weniger. Ganz Mensch sein und die Menschenrechte, diese unglaubliche Vision, wirklich in unseren Alltag hineinweben können, heißt eben Ideale und Abgründe
miteinander zu verbinden. Wenn wir nur mit Idealen unterwegs sind, dann überfordern wir uns und unsere Mitwelt. Und wenn wir, und das ist innere Freiheit, wenn wir versuchen anzunehmen, dass jeden Tag das mehr oder weniger gelingt, das zieht sich eigentlich durch meine ganze spirituelle Spur hindurch, diese Einladung, die ich eben so wunderbar in Chartres entdeckt habe, 2016, habe ich ja Helge kennengelernt, wie viele von euch. Und im Begehen des Labyrinths, diese Einladung, 18 Kehrtwendungen, ein gesegneter Rückfall sein zu dürfen, um es mit den Worten von Hieronymus zu sagen, Theologe, der im 5. Jahrhundert gelebt hat, lach nicht über jemanden, der 2 Schritte zurückgeht. Bedenke, er könnte Anlauf nehmen. Und der Tanz, das ganze Community Dance, lädt uns ein zu dieser mitfühlenden, achtsamen Lebensgrundhaltung, dass ich eben vorwärts gehen kann, rückwärts gehen kann, seitwärts mich drehen kann. Was für ein Leben, wenn es nur immer vorwärts gehen müsste. Diese Fortschrittsgläubigkeit, wo immer mehr, immer schneller uns krank macht, unser gesellschaftliches Zusammensein vergiftet, das meine ich alles mit der Einladung, werde innerlich frei. In der Verdichtung am Ende des Kapitels, werde innerlich frei. Nimm achtsam wahr, was dich gefangen hält. Geh deinen Zwängen auf den Grund. Gewöhne dich nie an Diskriminierungen. Erhebe deine Stimme für die Menschenrechte. Und dann werden wir eingeladen in den Artikel der Gleichheit. In meinen Worten, kämpferisch gelassen unterwegs zu sein. Ich habe mich da erinnert an den Besuch vom Otto-Museum in Emden. Er ist 70 Jahre alt geworden, der Komiker Otto. Und dann hat ihm die Stadt Emden eine Ausstellung gewidmet. Und bei dieser Ausstellung habe ich ein Zitat von Otto entdeckt. Das heißt, Malen und Zeichnen macht mir Spaß. Das ist Meditation, genau wie das Gitarre spielen. Nichts denken, versenken. Wow, da bin ich voll dabei. Um das geht es. Lernen, mit der Verschiedenheit umzugehen. Auf der Rückseite des Buches heißt es so, prägnant und kurz, alle Menschen sind verschieden, alle Menschen haben die gleichen Rechte. Um das geht es. Identität nicht durch Ausgrenzung, durch Abwertung zu fördern, sondern durch das Verbindende. Also die Bäume sind seit Kindsbeinen meine spirituellen Begleiter. Sie sagen mir, je tiefer deine Wurzeln sind, umso mehr kannst du dich auf die Äste hinauslassen und du verlierst die Angst vor dem Fremden, vor dem Unbekannten. Das ist so eine wunderbare Umschreibung eines inneren politischen Weges, in den Worten mit Otto, nichts denken, versenken. In den Worten der Bäume, verwurzle dich, entdecke das, was verbindet, aber nicht im Sinne von Gleichmacherei, sondern von Lernen, in der Verschiedenheit umzugehen. Und das wird dann natürlich weitergeführt im Artikel Sisterhood, Brotherhood. Wir haben ja im Buch ganz viele verschiedene Sprachen, verschiedene Länder hineindrucken lassen, um eben diesen universalen Werte aufzuzeigen. Und
Ich beginne dieses Kapitel 4 mit den Worten von Jonas Dassler. Das ist ein 24-jähriger Schauspieler. Ich habe ihn im Film Das schweigende Klassenzimmer entdeckt, wo er mich total beeindruckt hat. Und Jonas Dassler sagt, Menschen fangen an, ihr System zu hinterfragen. Das ist bis heute entscheidend. Und vor allem, dass aus dem Hinterfragen etwas Konstruktives entsteht. Und ich will diesen jungen, beeindruckenden Schauspieler für nichts vereinnahmen. Ich kann sagen, das ist in meinen Wurzeln die prophetische Tradition. Visionen entwerfen, wie der Wurf der Menschenrechte, und Kritik einbringen. Wertschätzung und Kritik. Das sind die beiden Standbeine einer gesunden Beziehung. Und dazu kann uns eben diese Einladung der Geschwisterlichkeit, das ist ja nichts Romantisches. Ich bin der Jüngste von 4 Geschwistern. Also da seinen Platz finden, da kommt man um die Themen Rivalität, um klein und groß, um benachteiligt sein, um bevorzugt werden. Um diese Themen kommt man nicht drum herum. Und wenn man sich das eingesteht, das ist die Spur dieses kleinen Büchleins, dann geht man anders auf die Straße und kämpft für Geschwisterlichkeit. Am Ende mein Gedicht. Mein Rückgrat stärken lassen im Entfalten meines Selbstvertrauens, meinen Standpunkt einbringen im Geradestehen für mein Leben. Zivilcourage wagen, selbst denken dürfen, in der Opposition sein, um Minderheiten zu schützen. Die Liebe, wir durften es vorher tanzen. In den Interviews, die ich zum Buch gegeben habe, wurde ich jetzt schon ein paar Mal gefragt, wie ich auf die Idee käme, die Menschenrechte als große Hymne der Liebe zu umschreiben. Ja, ganz einfach. Weil Liebe für mich eben nicht nur etwas Wunderschönes, Sinnliches, Erotisches, Menschenwürdiges ist, sondern echte Liebe, die soll in die ökonomischen, gesellschaftspolitischen Fragen hineinbuchstabiert werden. Nur so heben wir diese Trennung aus, zum Beispiel meinen, sagen zu können, findet man alle Jahrhunderte hindurch in der spirituellen Tradition, so nur das eigene Seelenheil zu suchen. Es wird nie funktionieren, wenn wir sagen, ich und der liebe Gott, wir hätten so toll miteinander, wenn diese Menschen nicht wären, die mich jeden Tag durcheinander bringen. Sich beflügeln zur Liebe, das ist das Größte, was uns Menschen passieren kann. Und das hat immer auch ökonomische Dimensionen, sozialpolitische Dimensionen. Und es geht natürlich auch in diesem Thema Liebe darum, da haben Religionen Grausames mit uns Menschen gemacht, Religion und Sexualität nicht mehr zu trennen. Ich darf da gerne erwähnen, dass ich in einer Woche den Herbert-Haag-Preis leider nur online erhalten werde in Luzern am 7. März um 17 Uhr. Alle, die möchten, können da gerne reinschauen. Herbert-Haag-Stiftung bei Google eingeben. Und der Herbert-Haag-Preis wird dieses Jahr unter dem Thema Gottes Liebe ist bunt, wo eben auch die gleichgeschlechtliche Liebe gewürdigt, vergeben. Und ich bin da einfach tief dankbar, weil es da eben nicht nur um mich geht, sondern es geht um diese ganz harte Realität, dass in 76 Ländern Homosexualität verfolgt wird, Todesstrafe angesagt wird. Und dass in meinen Wurzeln, in der katholischen Tradition, im Vatikan
wo der Anteil der schwulen Priester überdurchschnittlich hoch ist, immer noch ausgrenzende homophobe Verlautbarungen in die Welt geschickt werden. Und dagegen sich mit Entschiedenheit zu wehren, das bedeutet es auch, als liebender Mensch unterwegs zu sein. Und dann kommen wir ins sechste Kapitel hinein, dann können wir eben auch inneren Frieden finden, bei sich selber zu Hause sein. Die ganze Flüchtlingsthematik ruft uns auf, uns auch in Corona-Zeiten, wo manchmal wir das Gefühl haben, der Akku ist leer. Es ist so nervig. Ich sehe es, einfach keine Perspektive zu haben. Und ich kann das mitvollziehen, aber ich mache trotzdem Mut, nicht zum Beispiel eben das völlig auszuklammern, nur immer auf die Zahlen von Corona fixiert zu sein und auszublenden, wie Millionen von Menschen das Menschenwürdigste nicht haben. Bei sich selbst zu Hause sein, das wäre eine Grundhaltung, um anders mit diesen Lebensthemen umzugehen. Das siebte Kapitel, lerne dich zu schützen. Das ist auch, da sind wir wieder so voll in der Spannung drin, für die ich plädiere. Lerne dich zu schützen. Es ist ganz wichtig in unserer Zeit, in der wir den ganzen Tag mehrheitlich negative Meldungen haben, dass wir da eine Balance finden und nicht fixiert bleiben auf das Defizitäre, nicht fixiert bleiben auf das, was nicht geht, sondern einander gute Nachrichten weitererzählen. Und Human steht für mich in dieser Tradition. Und auch da, ich lasse mich immer wieder inspirieren, wenn ich eben merke, oh, jetzt komme ich in diesen Sog der schlechten Nachrichten. In meinem Kalender, ich schreibe mir meine Aufträge immer noch mit Bleistift, so in mein Büchlein. In meinem Kalender habe ich auf der ersten Seite zwei junge Frauen handschriftlich aufgeschrieben, die beide 1943 umgebracht worden sind. Lerne, dich zu schützen, heißt für mich, wenn ich merke, ich bin heute wieder in Gefahr, mich im Negativen zu verlieren, dann hole ich mir die Kraft von zwei jungen, inspirierenden Frauen. Die eine heißt Etty Hillesum, eine lebensfrohe junge Frau, die in Holland sich engagiert hat für ihre jüdische Community und die mit ihrer ganzen Familie in Auschwitz umgebracht wurde. Und sie sagt, kurz vor ihrem Tod 1943, in sich selbst große Flächen urbar machen für die Ruhe, für immer mehr Ruhe, so dass man diese Ruhe wieder auf andere ausstrahlen kann. Das ist Balance. Psychohygiene, Menschenrecht, lernen, sich zu schützen. Und neu kennengelernt dieses Jahr, letztes Jahr, Cato Bontius van Beck in Fischerhude begraben, diese junge Frau, die im letzten Brief an ihre Mutter 1943 sagt, heute Nacht habe ich geträumt und ich habe die Matthäus-Passion gehört. In meinem Traum war sie voll da. Es ist doch herrlich, dass diese göttlichen Dinge, sie meint damit die Matthäus-Passion, uns allen gehören. Das ist das, was Heribert bei der Begrüßung gesagt hat. Das ist die Einladung, dass jede und jeder von uns diesen unmittelbaren Zugang hat zum inneren Schutzraum, zur göttlichen Quelle. Und dann führt diese junge Cato diese unglaublichen Worte weiter, wenn sie sagt, wenn man so etwas hört, sie meint die Matthäus-Passion, ich führe das weiter, wenn ich Human höre,
dann weiß ich, dass es eigentlich kein Sterben gibt und das Herz weitet sich vor unendlicher Menschheitsliebe. Zwei junge Frauen angesichts der Brutalität des Lebens lassen sich nicht gefangen nehmen, sondern weil sie die Stille, das Innehalten fördern, kommen sie wieder in eine größere Menschheitsliebe, um das mit Cato zu sagen. Und so können sie ihren Traum einer gerechteren Welt, Arbeitsbedingungen zu schaffen für jede und jeden, faire Löhne, das heißt, das ist Menschenrechte konkret, wie wir einkaufen, wie wir umgehen mit Verpackungen, wie wir einen einfachen Lebensstil miteinander fördern. Erwache zum Träumen aus dem Schlaf der Resignation. Lass dich begeistern, glaube an das Unmögliche. Und genau das wird, was ich jetzt von Etty Hillesum gesagt habe, Ruhe in sich zu fördern, weil ich dann eine andere Ausstrahlung habe. Was ich von Cato gesagt habe, das Herz weiten für eine Menschheitsliebe, das war meine große Überraschung beim Wiederentdecken der 30 Menschenrechtsartikel, dass es ein Recht auf Erholung gibt. In der Musik wunderbar ausgedrückt im Stück Recreation. Einen gesunden Rhythmus miteinander einüben. Das ist gerade heute in dieser unglaublichen Fülle von Möglichkeiten ein Gebot der Stunde. Die taoistische Tradition kann uns da eben auch eine Spur sein. Dann können wir zurückgehen bis ins 4., 5. Jahrhundert vor Christus, wenn Lao Tse diese unglaublichen Worte sagt: Ist man beim Nichttun angekommen, bleibt nichts ungetan. Das mag ich, diese unglaubliche Spannung in wenigen Worten. Ist man beim Nichttun angekommen, beim Innehalten, beim Verweilen, bleibt nichts ungetan. Dann wird eben Kampf und Kontemplation, Zorn und Zärtlichkeit nicht mehr getrennt. Dann können wir ganz Mensch sein. Und wenn ich das jetzt so aus meiner christlichen Spur sage, und dann ereignet sich die Menschwerdung Gottes in uns. Die ist nicht nur in Bethlehem geschehen. Immer wieder geschieht sie, wenn wir eben Liebende sind, die Gegensätze aufheben. Und wie soll das gelingen? Ja, Charlie Chaplin macht's mir vor. Einsatz für die Menschenrechte und Humor. Noch einmal, keine Gegensätze. Also die Filme von Charlie Chaplin, zeitlos, hochaktuell, ich krümm mich vor Lachen. Ich gucke sie immer wieder an, weil ich da eben aufblühe und weil mir da ein Schlüssel gegeben wird, wie ich eben nicht defizitär verbissen mit Ungerechtigkeiten umgehen kann. Also im Konzept, das Helge Burggrabe entworfen hat, Kreativität. Und das hat etwas damit zu tun, eben anders immer wieder ins Leben hineinzublicken. Thich Nhat Hanh sagt so banal, lächle dem Leben zu. Jeder Trottel kann das sagen. Wenn ich die Gesichtsausdrücke von vielen Menschen anschaue, dann würde ich sagen, ach, was braucht es, dass du heute dem Leben zulächeln kannst. Nicht im Sinne von Kopf hoch, schönreden, beschönigen, sondern von hineinwachsen, das, was Cato meint,
in diese große Liebe der Menschen. Spiritualität und Engagement nicht zu trennen. Dein ansteckendes Lachen fördert deine Widerstandskraft für eine menschlichere Welt, in der die Würde jedes Menschen Ansehen und Respekt erhält. Und dann sind wir bei der Community, die Power des Miteinanders. Also mit totaler Lust erwähne ich da Felix Finkbeiner. 9 Jahre alt war er, als er gehört hat, dass Wangari Maathai, Friedensnobelpreisträgerin in Kenia, 30 Millionen Bäume gepflanzt hat in Afrika. Und ein 9-Jähriger erwacht zu sich selbst und zum Ganzen. Wenn er diese unglaublichen Worte sagt, so hat es Felix Finkbeiner getan, wenn die Erwachsenen nicht genug um die Klimakrise zu verhindern, wie wäre es, wenn wir Kinder das in die Hand nehmen? Und er hat die Organisation initiiert, unterstützt von seinen Eltern, von vielen, Plant for the Planet. Und heute sind 81.000 Kinder in 73 Ländern, die jetzt diese unglaubliche trotzdem Hoffnung haben, 1 Billion, ich musste dann googeln, wie viel das ist, 1 Billion Bäume zu pflanzen, sind 1.000 Milliarden. Das ist die Power des Community. Es ist möglich, der Grausamkeit des Lebens etwas entgegensetzen, wenn wir da, wo wir sind, in der tiefsten Symbolkraft eben merken, das wird auf der ganzen Welt was verändern. In meiner täglichen Stille kultiviere ich diese Grundhaltung, dass ich eben, auch wenn ich still werde, die Friedenskraft verstärken kann auf der ganzen Welt. Und dann verschicke ich dank Amnesty International wieder meine Protestbriefe an so viele Regierungen, die die Menschenrechte eben nicht würdigen. Power zum Aufbruch, das ist das, was mich so beglückt. Darum bin ich gerne heute an dieser Mitgliederversammlung, weil ich das eben spüre, in meinen Worten, miteinander aufbrechen aus den Komfortzonen, spielerische Härte des Lebens mit lustvoller Kreativität begegnen. Das ist Mystik pur für mich. Der rote Faden dieses kleinen Impulses am heutigen Nachmittag: Gegensätze aufheben. Spielerisch der Härte des Lebens, die wird gewürdigt, die wird benannt, weil nur so kann sie verwandelt werden, mit lustvoller Kreativität begegnen. Und das endet dann in der Klammer, die eben geschaffen wurde zwischen diesen 11 Werten, Geburt und Tod. Du darfst endlich sein. Ich schreibe das immer wieder gern. Endlich sein dürfen. Endlich mit Bindestrich, im doppelten Sinn. Einfach sein dürfen. Endlich zur Ruhe kommen. Und das wird gelingen, wenn ich eben auch das Sterben integriere. Am Ende jedes Kapitels zitiere ich eine kleine Filmszene. Das ist so meine Art, ein Beispiel. Es ist so ein französischer Film, der heißt Kleine Helden, nichts kann unsere Freude stoppen. Die französische Regisseurin Anne-Dauphine Julien
hat 5 todkranke Kinder begleitet und ein unglaubliches Dokument der Menschlichkeit geschaffen. 5-Jährige nehmen mich an die Hand und sagen mir, wer krank ist, hört nicht auf, glücklich zu sein. Nichts, so ein 7-Jähriger, nichts kann mich davon abhalten, auch nicht das Sterben, glücklich zu sein. Die Hommage an die Menschenrechte, so schließe ich mein Buch, zu der uns tanzende Jugendliche einladen, locken uns zu einem liebend leidenschaftlichen Leben, in dem wir den Tod nicht weiterhin als Störfall des Lebens sehen, sondern als Teil eines erfüllten Lebens. Ich ermutige Jung und Alt, die Kunst des Sterbens miteinander einzuüben, indem wir unsere Familienmitglieder, Omas und Opas und auch jüngere Freundinnen und Freunde aus Schule oder Sportverein auch in kranken Tagen besuchen. Es ist möglich, wenn wir uns entschieden befreien vom Diktat eines leistungsorientierten Lebens, in dem es keine Krankheit und Behinderung geben soll. Einfach da sein, zärtlich eine Hand halten, gemeinsam Tränen vergießen, lassen uns hineintanzen in eine Lebendigkeit, in der Lachen und Weinen sich umarmen. Ja, und das Buch endet mit diesen Illustrationen von Helge. Die Einladung, in dieser Fülle eben ganzes Menschheit zu entdecken, indem wir mehr oder weniger, ich kenne nichts anderes in meinem Leben, versuchen, Gegensätze zu verbinden. Endlich sein dürfen, jetzt voll und ganz leben, nicht mehr auf später verschieben, was gelebt werden möchte. Endlich sein dürfen, die Kunst des Sterbens einüben, Tränen fließen lassen, glücklich mitfühlend sein. Endlich sein dürfen, im Leben und im Sterben hineingeboren werden, ins göttliche Werden.